Ihr galtet seit von Beginn eurer Bandexistenz an als Erneuerer, als Avantgarde, als eine der ersten Bands, die mit Elektro-Samples gearbeitet hat. Und jetzt macht ihr mit Knock on Wood eine akustische Platte, eine sehr warme, akustische, zurückgenommene Platte. Wie kam es dazu? Ja, das ist die Après-Avantgarde. Ja, weißt du, wenn du etwas... Wir haben das Gefühl, dass wir finden uns in einem Formula musikalischerweise, müssen wir etwas anders machen. Wir haben immer es so gemacht, manchmal sehr rockig, manchmal mehr so Kabarett oder europäisch, manchmal mehr elektronisch. Und jetzt für uns ist es einfach wichtig, etwas neu zu versuchen. Und es ist nicht die Ende, das Sampler, Maschine, Einfluss für uns, aber es ist, was wir machen jetzt und es bringt uns viele neue Opportunities, Möglichkeiten, die Musik neue zu entdecken. Ist das richtig? Das ist richtig. Ja, okay. Super. Ist euch in eurer Musik Ironie fremd? Oder seid ihr auch ironisch? Nicht so viel. Nein, wir haben Humor, aber ironisch, wenn das bedeutet dieselbe auf Englisch oder auf Französisch, ja. Nicht so viel. Ich glaube, ironisch ist manchmal eine für mich so negative Energie. Wir Humor und alles ist da drin in diese Musik, aber Ironie glaube ich nicht. Ne? Wie fühlt es sich an, wenn Mike Patton, The Chemical Brothers und David Bowie die Young Gods als Einflussgrößen nennen? Ja, klar, das ist etwas Besonderes. Du fühlst dich so wondering, warum es ist ein Vergnügen zu wissen, dass es gibt Leute, die so in Amerika oder im England sind so immer mit großen Ohren und versuchen in der Nähe das, was neu gibt auf dem Markt Musik, und die sind so neugierig, sagt man, okay, über was von ein kleines Land wie der Schweiz, was kommt von der Schweiz und so. Für uns ist es besonders gut mit Mike Patton, weil wir haben eine musikalische Relation gemacht. Wir sind auf seinem Plattenfirma auch in der USA, und wir haben so immer so Projekte zusammen, und das ist ganz wichtig, klar. Ja. Das heißt aber, es ist jetzt nicht die neue Richtung, die ihr einschlagt, sondern ihr werdet weiter eine suchende Band bleiben. Ja, klar, ja klar. Wir sind immer so Klänge-Fan oder Klänge-Freaks oder so, weil wir arbeiten sehr gern mit Computer und Programmen und alles, was möglich ist. Aber Instrument wieder zu lernen ist auch etwas Besonderes. Ich und Al sind Gitarrespieler, und wir haben die Gitarre weg, zur Seite gestellt, wenn das Sampler-Maschinist auf den Markt gekommen. Mhm. Und wir waren so beeinflusst. Komposition war mit dem Sampler-Maschinen beeinflusst. Alles war so neu, dass wir wollten nicht mehr zu tun zu haben mit der alte Weg, Musik zu schreiben, nur Klänge und Collage und so. Und jetzt ist es normal, dass wir nach 20 Jahren, dass wir versuchen, etwas anderes zu machen. Also es ist eine Rückbesinnung vielleicht? Ja, kann man sagen. Aber es ist auch eine Parenthesis. Mhm. Es ist nicht, wir wollen klar, wir kommen aus dem Wall of Sound, weißt du. Und das haben wir sehr gerne auch, klar. Mhm.